Schaut Hamster und Gretel im Disney Channel. Letzter Aufruf für die Cheerleading Tryouts. Letzter Aufruf! Du bist einfach perfekt! Kannst du eine komplizierte Choreo für die Motivationskundgebung bis morgen lernen? Eine komplizierte Choreo für die Motivationskundgebung ist mein zweiter Vorname. Sie ist dabei. Jetzt gehen wir der Sache auf den Grund. Okay, wir haben 10 Minuten, um uns 110% auf die Kundgebung vorzubereiten. Das sind 11% pro Minute. Los geht's! Hey, naja, wir kennen uns noch nicht, aber naja, stehst du auf Kriminalität? Besonders auf, naja, Raub? Findest du Unterschlagung, naja, moralisch verwerflich? Es geht mir blendend. Hey, weißt du, wo ich meine Uniform und mein Geld waschen lassen kann? Hey, Neue, wir müssen quatschen. Verzeihung, bitte? Wir wissen genau, was du machst. Du guckst Yuko Cheerleading Warrior Attack 7. Uns ist der Button aufgefallen. Moment mal, ihr guckt echt Anime? Naja, wir gucken Yuko Cheerleading Warrior. Ist ja nur die beste Serie aller Zeiten. Was macht ihr denn hier? Kevin wollte, dass wir beim Ermitteln helfen. Wo ist Kevin? Er wollte früh bei der Kundgebung sein, dann sitzt er in der Nähe von Hiromi. Ach, man möge ihm verzeihen. Habt ihr irgendwas gefunden? Nein. Und du? Gar nichts. Ich habe mit allen geredet und viel Gruseliges über diese Schule rausgefunden. Iss nie die Fischstäbchen. Brutal. Ich vergesse immer wieder, dass er spricht. Wie dem auch sei, ich glaube nicht, dass die Cheerleader hinter den Überfällen stecken. Ja, sie sind fies, weil sie Teenager-Mädchen sind. Aber sie sind nicht super schurkenfies. Das passt alles nicht zusammen. Okay, die Veranstaltung beginnt in 2 Minuten. Nicht vergessen, Beine hoch, breit lächeln und klaut schön die Kohle der ganzen Stadt. Ach, kriegen wir hin, Coach. Halt, was sollen wir wo klauen? Oh, ich vergesse immer wieder, den Schalter umzulegen. Klar, Mädels. Es ist an der Zeit, unsere Operation zu erweitern, denn heute hypnotisiere ich die ganze Schule. Und ihr führt dann alle zum allergrößten Multibankraub, den es jemals auf der Welt gegeben hat. Ja, wir überfallen jede Bank der Stadt zur selben Zeit. Nicht mal Hamster und Gretel werden uns dabei aufhalten können. Halt, wo ist das neue Mädchen? Kümmere ich mich nachher drum. Na hopp, wir haben eine Schule zu übernehmen. Mein lieber Herr Gesangsverein, es ist der Coach. Sie benutzt die Pfeife, um alle zu hypnotisieren. Na los! Nein, warte, wir müssen wissen, mit wem wir uns anlegen. Einer Hypnopfeife, logisch. Ja, aber wenn wir das ohne Plan angehen, könnten wir wie die anderen zu Zombies werden.